Ich bin's mal wieder. Ich wollte heute meine Labello-Sammlung für euch drehen und die euch zeigen. Und ich kann mal versuchen, ein Bild hier einzublenden, wo meine Labello stehen. Also. Aber ich fange dann einfach mal mit meiner Labello-Sammlung an. Also es sind auch Lipsmarker und so. Also so, als was man sich so auf die Lippen schmiert, was eigentlich keine Farbe hat. Also was zur Lippenpflege ist halt. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich habe relativ viel und ich fange jetzt einfach mal mit dem uninteressantesten an. Und das sind diese Coca-Cola Lipsmarker. Davon habe ich ziemlich viele, die habe ich jetzt hier reingetan. Und da habe ich einmal den Fanta, einen Fanta und zwar in der Richtung Ananas. Ja, die sind alle schon ein bisschen älter. Und ich glaube, die kosten alle so 2 Euro ungefähr. Und die riechen richtig gut und die schmecken auch richtig gut. Dann habe ich dann einmal in der Richtung Ananas. Dann einmal Coca-Cola Vanille. Den mag ich richtig gerne. Dann ganz normales Sprite. Dann Fanta Strawberry. Das schmeckt auch richtig gut und ich trinke das auch sehr gerne. So als echtes Lebensmittel. Dann den normalen Coca-Cola. Und den normalen Fanta. Also 6 Stück habe ich und ich glaube, die kosten jeweils 2 oder 3 Euro. Ich bin mir nicht so sicher. Also kann auch mehr oder weniger sein, aber ich glaube eher nicht mehr. So, jetzt mache ich mit den interessanteren weiter. Okay, und zwar habe ich jetzt erstmal so eine, ja, Lippenpflegecreme oder so. Und das ist von I Love Strawberries and Milkshakes. Das ist von Douglas. Ich glaube, das ist die Eigenmarke oder so. Ich glaube, das kennt ziemlich jeder, weil jeder davon was hat. Und es riecht richtig gut nach Erdbeeren. Und es lässt sich irgendwie nicht aufbrauchen. Und es hat eine sehr klebrige Konsistenz. Aber es pflegt eigentlich die Lippen relativ gut. Also es trocknet sie zumindest nicht aus, sagen wir es so. Und es geht irgendwie nicht leer. Ich habe es versucht, aber es will nicht leerer werden. Und kriege ich nicht mehr zu. So. Dann habe ich jetzt mal was raus. Ja, hier. Ein Schöne Weihnachten Lip Balm. Das ist so ein klassischer. Der riecht nach angeblich Vanille halt, so wie diese normalen halt riechen. Was ich jetzt eigentlich nicht so finde. Und ich finde, die Hülle ist mega schön. Und der ist aus Hamburg. Also wenn ihr in Hamburg wohnt, dann könnt ihr den zur Weihnachtszeit bestimmt irgendwo kaufen. Dann habe ich noch einen normalen. Und zwar ist der von, wie heißt das? Sheep World. Sheep World. und da steht drauf, ohne dich ist alles doof und so ein kleines süßes Schaf. Ich weiß noch, dass der voll teuer war. Den habe ich mal bei einer Nunana gekauft. Der ist jetzt auch noch so viel. Und der riecht irgendwie nicht gut. Aber alle sagen, dass der nach Vanille riecht. Aber ich finde, der riecht nicht gut. Auf jeden Fall hat der 3 Euro oder so gekostet. Und als ich den gekauft habe, fand ich das noch richtig teuer. Aber der ist ja schon ein paar Jährchen alt. So, dann habe ich, machen wir mal mit den Baby Lips weiter. Davon habe ich 3 Stück. Und ja, also einmal den Cherry Me, dann den Hydrate und Peach Kiss. Und ja, die sind halt, ich glaube, alle kennen eh die Baby Lips. Also der Nude-farbene, der rote, der Farbe abgibt und der, ja, Hydrate halt. Der ist durchsichtig, genauso wie der Peach Kiss, obwohl der manchmal ein bisschen Farbe abgibt. Und ich mag die total gerne, die kosten 2,95 Euro, ja, und 2,45 Euro meinte ich. Und ich liebe die Baby Lips einfach, ich könnte mir den ganzen Tag drauf schmieren und yeah, Baby Lips. So, dann habe ich von Balea einen, und zwar die Golden Lips, die waren in der Walnut Glossy Box drin von Januar, nee, von Dezember. Aber, und zwar sollte eigentlich eine Limited Edition sein, gibt es aber jetzt immer noch. Und der riecht echt krass. Den riecht man auch, wenn man den auf den Lippen hat. Sieht so aus. Farbe gibt jetzt nicht wirklich ab. Vielleicht ein leicht goldenes Glitzer, sieht man jetzt aber auch nicht wirklich. Und da soll echtes Gold mit dran sein, was ich bezweifle. Er glitzert zwar schön, aber naja. Ich finde, die Lippen werden davon gepflegt, aber nicht sehr lange. Und ja. Ich würde die mir an sich jetzt nicht so kaufen. Und der kostet 95 Cent. Mache ich gleich weiter mit so einem Drogerie-Eigenmarken-Labello. Und zwar ist der von Isana. Und den habt ihr auch schon mal im Januar-Favoriten gesehen. Ich habe ihn jetzt aber im Februar überhaupt nicht mehr benutzt, was ich echt krass finde. Und der riecht immer noch genauso gut. Ich habe daran ewig nicht mehr gerochen. Der riecht nach Himbeer-Rhabarber. Kostet, glaube ich, auch 95 Cent.
macht ein schönes Rosa auf den Lippen. Und sieht so aus, ein bisschen langweilig. Und es war eine Limited Edition. Darum bin ich mir nicht sicher, ob es den jetzt noch gibt. So. Dann habe ich von Labello einen Labello. Und das ist in der Farbe Fruity Shine Cherry. Ich glaube, das ist so der klassische, den eigentlich jeder hat. Und der ist halt so rot und der ist auf den Lippen auch richtig, richtig rot. Also, der gibt ordentlich Farbe ab und pflegt auch super. Also, ich liebe sowieso die Labellos. Allerdings hören die ziemlich da drin ab. Und der riecht auch richtig schön nach Kirsche. Und ich glaube, der kostet so 1,50 Euro oder so. Also, die sind nicht so teuer. Wenn ich frage, was ich hier habe, das ist keine Träne und kein Wasser, sondern wir hatten im Ballett heute Fasching und da habe ich mich als Leopard verkleidet. Und es ist nochmal Make-up davon, also ich war vorhin noch krasser geschminkt. Und das ist goldener Eyeliner und achtet nicht drauf. Dann habe ich vom BB noch eine Lippenpflege, vom BB Young Care. Und den mag ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Der riecht super gut. Er lässt sich schwer rausdrehen und das ist so ein Nude und es gibt auch Farbe auf den Lippen ab, so sehr natürlich. Den kann ich wirklich empfehlen, ich glaube der kostet 1,45 oder so. Und der hat auch eine super schöne Verpackung, pflegt die Lippen super. Ich kann nur Gutes über diesen Labello sagen, ich mag den wirklich sehr gerne. Dann habe ich noch die gehypten mittlerweile Happy Lips. Ja, die werdet ihr auch bald nochmal in einem meiner Videos sehen. Und ich habe den im Mango und der riecht so, 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 so gut und der schmeckt gut und ich liebe ihn. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich alle schon, in welchem Video ihr den sehen werdet am Sonntag. Und ja, er riecht einfach unbeschreiblich gut und pflegt super, aber Babylips sind besser. Das ist ja irgendwie so ein Dupe zu den Babylips, kostet 1,95, also ein bisschen billiger, aber macht es jetzt auch nicht aus, aber riecht wirklich viel besser als die Baby Lips. Und dann habe ich noch zwei Labellos und zwar beide vom Pomegranate oder vom Binatural. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall war der mal in der Glossy Box drin. Den habt ihr auch mal in diesem Video gesehen. Und der hat echt eine super Pflege und ist 100% natürlich. Und der riecht fruchtig, habe ich mittlerweile rausgefunden. Aber ein bisschen wie dieses Vic Medi-Night, was man sich hier so, wenn man erkältet ist, hinschmiert. Aber er pflegt wirklich sehr schön und da er auch total natürlich ist und ja, einfach natürlich ist, mag ich das super gerne, weil es ist auch besser für die Lippen und gesünder und alles Mögliche. Und jetzt ich habe einen EOS Lip Balm und zwar in der Richtung Strawberry. Ja, ich liebe dieses Ding. Also es lohnt sich wirklich, diese 10 Euro dafür auszugeben. Ich kann euch theoretisch den Link auch nochmal in der Infobox verlinken. Also ich habe den einfach bei